Hallo zusammen, mein Name ist Felix vom PTC, ein Partner der MINT-Allianz und in diesem Video modellieren wir gemeinsam den legendären Fidget Spinner. Falls du noch keinen kostenlosen OnChap-Account hast, zeigt euch mein Kollege Dario jetzt einmal, wie er euch da registriert. Bis gleich im Video. Um es euch ganz einfach zu machen, haben wir einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr draufklicken und kommt damit direkt zur Anmeldeseite von OnChap. Im Folgenden werde ich euch trotzdem einmal den gesamten Anmeldeprozess zeigen und erklären, damit ihr das einmal gesehen habt. So, nun sind wir im Browser angekommen. Jetzt schauen wir, dass wir zusammen mit euch euren kostenlosen OnChap-Account einrichten. Dafür achtet bitte auf die roten Einblendungen wie hier oben. Zuerst einmal gehen wir auf die Seite cad.onshape.com. Damit gelangen wir zur Einlog-Seite. Da wir keinen Account haben, gehen wir hier unten auf das Feld Sign Up. In diesem Feld haben wir drei Auswahlmöglichkeiten, beziehen uns auf den mittleren, den Education Plan und wählen dort unten den Education Account aus. Dieser ist kostenlos. Auf der nächsten Seite angekommen haben wir wieder zwei Auswahlmöglichkeiten, beide die grünen, nehmen wir oben den rot markierten, klicken einmal drauf und kommen auf die Seite, wo wir nach unseren Daten gefragt werden. Aber keine Sorge, ihr kriegt dabei keine lästige Werbemails. Die einzige Mail, die ihr bekommen werdet, ist die, wo ihr euer Passwort eingeben müsst, da ihr auf der Seite nicht nach eurem Passwort gefragt werdet. Ihr gebt ganz normal hier eure Daten ein, wie Name, Nachname und E-Mail. Es gibt zwei Besonderheiten. Eine wäre einmal, dass ihr gefragt werdet, ob ihr Lehrer oder Student seid, in dem Fall Student, das Englische wie Schüler. Dann wählt ihr das bitte aus. Danach eure Schulform. Bei euch wäre es K-12, University wäre wie, wenn ihr nach dem Abi studieren geht. Ihr wählt den Haken aus in dem Kästchen und geht danach auf Create Account hier unten. Hier brauchen wir noch ein paar Daten von euch. Name der Schule, Webseite der Schule, Stadt und folgende. Hierbei ist es nicht wichtig, dass ihr die Webseite eurer Schule kennt. Ihr könnt ganz einfach mintmagie.de eingeben. Die Eingabe der Daten ist komplett freiwillig. Ihr seht, dass wir hier auch X eingegeben haben, um die Felder zu füllen. Das ist, weil die Daten in dem Fall optional sind. Das könnt ihr auch so machen, wenn ihr eure Daten nicht angeben möchtet. Wichtig ist es nur, dass ihr dann bei Country, also Land, Germany, in dem Fall für Deutschland auswählt. Danach ist auch noch ein Punkt, der wichtig ist, Graduation Year. Das ist das Abschlussjahr, also wo ihr die Schule beendet. Wenn ihr das nicht wisst, ist das kein Problem. Ihr könnt wie wir hier ganz einfach 2021 oder 2022 angeben. Der nächste Punkt wäre, what are you using OnChap for? Also, wofür wollt ihr OnChap verwenden? Hier gebt ihr wie wir ganz einfach Training, Learning oder Schule ein. Dann kommen drei Textfelder mit drei Kästchen, die wir abhaken müssen. Der erste besagt, dass ihr mindestens 13 Jahre alt sein müsst, um diesen Account zu erstellen. Wenn nicht, braucht ihr unbedingt die Einverständniserklärung eurer Eltern. Im nächsten Punkt geht es darum, dass ihr OnChap nur für schulische und Bildungszwecke bzw. für Lernzwecke nutzt. Und im dritten Kästchen geht es ganz normal darum, dass ihr die AGBs und Datenschutzrichtlinien von OnChap akzeptiert. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, könnt ihr auf den Link in der Videobeschreibung gehen. Als letzten Punkt müssen wir noch das I'm a Robot Kästchen anhaken und ihr kennt es von anderen Webseiten, das Lösen. Dann könnt ihr auf den Button unten drücken und der Account ist erstellt. Ihr werdet noch eine E-Mail bekommen, wo ihr euer Passwort verseht und dann könnt ihr euch mit den Daten anmelden. Wenn ihr dann euer Passwort in der E-Mail vergeben habt, könnt ihr euch auf cad.onshape.com mit euren vergebenen Daten anmelden. Danach klickt ihr hier auf Sign In. Lasst uns einmal direkt mit dem praktischen Teil starten. Zuallererst wählen wir hier oben einmal die obere Ebene aus, wählen danach das Skizzentool und platzieren dieses auf der Ebene. Im Anschluss wählen wir das Kreisfeature und ziehen zwei Kreise. Der äußere Kreis hat einen Durchmesser von 3 cm und der kleinere Kreis einen von 1,5 cm. Achtet bitte darauf, dass beide Kreise im Mittelpunkt beginnen. Jetzt, wo wir zwei Kreise gezeichnet haben, brauchen wir eine Konstruktionslinie. Dafür wählen wir die Funktion Linie aus und das Konstruktionstool. Achtet bitte darauf, dass beide Features blau sind. Danach platzieren wir die Konstruktionslinie einmal vom Mittelpunkt aus und ziehen dieses 2,5 cm aus nach unten. Den Wert können wir auch im Nachhinein noch hier einmal anpassen. Die Konstruktionslinie ist dafür da, um einen weiteren Mittelpunkt zu schaffen. Auf diesem Mittelpunkt haben wir jetzt die Möglichkeit, zwei weitere Kreise zu setzen. Hier unten platzieren wir jetzt einmal die zwei Kreise. Für den inneren Kreis wählen wir einen Durchmesser von 2 cm und für den äußeren einen Durchmesser von 3 cm. Jetzt zeigen wir euch einmal noch auf, welche Werte ihr in eurer Skizze vergeben müsst.
Achtet bitte darauf, dass ihr dieselben Werte in eurer Skizze verwendet. Hier sehen wir jetzt einmal die Werte für eure Skizze eingeblendet. Hier oben haben wir einmal den Wert vom Mittelpunkt zum Mittelpunkt, einmal hier den Wert für den Innenkreis und hier den Wert für den Außenkreis. Guckt einmal, ob das in eurer Skizze so passt. Nachdem eure Skizze soweit fertig ist, schauen wir uns gemeinsam nochmal den Fidget Spinner an. Und hierbei fällt mir auf, wir haben einmal einen inneren Kreis und drei äußere Kreise. Also müssen wir unsere Skizze jetzt noch weiter anpassen. Für unsere Weiterbearbeitung benutzen wir jetzt das Kreismuster-Tool. Dies finden wir auch wieder oben in der Leiste. Danach wählen wir mit dem Kreismuster-Tool einmal den Innen- und den Außenkreis aus. Danach haben wir die Möglichkeit, unsere Kreise anzupassen und zu verschieben. Aber damit das Ganze wie ein Fidget Spinner aussieht, belassen wir das Ganze auf 240 Grad. Um die Kreise des Spinners für unsere weitere Modellierung zu fixieren, benutzen wir das Tool Verankern. Dieses Tool dient dazu, unser Modell zu fixieren. So haben wir es später leichter, in der weiteren Bearbeitung unser Modell anzupassen. Unsere Skizze ist momentan noch eine 2D-Fläche. Um daraus einen 3D-Körper zu erschaffen, benutzen wir das Tool Linear Austragen. Um das Feature zu benutzen, wählen wir einmal in den Kreisen eine Fläche aus. Achte bitte darauf, auch die kleinen auszuwählen. Am Ende wollen wir noch die Größe des Fidget Spinners anpassen und dafür wählen wir anstatt 2,5 1 cm aus. Jetzt geht es an den Feinschliff unseres Fidget Spinners. Dafür wählen wir das Verrundungsfeature aus und wählen jede Kante in unserem Fidget Spinner aus. Dies machen wir für alle Seiten. Unser Fidget Spinner hat jetzt noch eckige Kanten. Um diese abzurunden, wählen wir das Verrundungstool und geben das Maß 0,1 cm an. Danach halten wir den linken Mauszeiger gedrückt und ziehen ein Fenster über alle eckigen Kanten. So ist unser Fidget Spinner abgerundet und wir können uns nicht mehr verletzen. Unser Fidget Spinner ist so gut wie fertig. Wir haben unser Hauptteil schon erstellt. Jetzt fehlt nur noch das Teil, wo wir unsere Mittelfinger und den Daumen drauf halten, damit sich unser Fidget Spinner am Ende auch drehen lassen kann. So, jetzt erstellen wir einmal das zweite Bauteil für unseren Fidget Spinner. Das Ganze machen wir unten auf dem Plus und gehen danach auf Part Studio erstellen und können danach unten in der Leiste auf unser Part Studio klicken. Nun sind wir im Part Studio angekommen. Hier müssen wir wieder die obere Ebene auswählen und danach mit dem Skizzentool unsere Ebene fixieren. Danach verwenden wir das Kreistool, um wieder im Mittelpunkt einen Kreis entstehen zu lassen. Hier verwenden wir das Maß 1 cm. Jetzt ist mir aufgefallen, dass 1 cm gar nicht mehr so gut passt. Das ist in Onshape kein Problem, da ich alle Werte immer wieder beliebig anpassen kann. Nun, wo wir unseren neuen Wert eingegeben haben, möchten wir aus einer 2D-Fläche wieder einen 3D-Körper erschaffen. Das Ganze machen wir wieder mit dem Tool Linear Austragen und geben dazu auch den Wert 1,25 cm an. Als nächsten Schritt platzieren wir wieder eine Skizze auf unserer Achse. Danach müssen wir unsere Achse ausrichten und das Ganze machen wir hier oben auf dem Würfel. So, jetzt erstellen wir noch einen weiteren Kreis. Das Ganze machen wir wieder oben auf dem Kreistool, wählen danach unseren Mittelpunkt, ziehen einen Kreis und geben als Durchmesser 2 cm an. Dieser Kreis dient dazu, dass wir unsere Finger platzieren können. Den Schritt mit dem Kreis wiederholen wir auch für die andere Seite. Auch hier müssen wir aus einer 2D-Fläche einen 3D-Körper machen. Das Ganze machen wir wieder mit dem Tool Linear Austragen. Bei dem Tool geben wir die Maße 0,1 cm an, da wir nur eine kleine Fläche brauchen. Ein 3D-Körper muss natürlich auch für die andere Fläche erstellt werden. Hier geben wir auch wieder das Maß 0,1 cm an und bestätigen es dann mit dem grünen Pfeil. Um unser Modell gleich zu erkennen, passen wir das Mittelteil einmal farblich an. Das Ganze passiert unter Parts, Aussehen bearbeiten und dann öffnet sich eine Farbtabelle. Hier können wir nach Belieben unsere eigene Farbe auswählen. Also, was haben wir bisher geschafft? Wir haben bisher zwei Teile vom Fidget Spinner modelliert, einmal das Haupt- und einmal das Mittelteil. Die beiden Parts müssen wir jetzt nur noch zusammenbringen und das Ganze funktioniert hier unten in der Assembly. In der Assembly angekommen, muss ich einmal oben auf Einfügen drücken. Unter dem Punkt Einfügen will ich dann hier einmal beide Parts aus, Part 1 und Part 2. Diese werden dann in der Assembly eingefügt und ich bestätige das Ganze über den grünen Button. Jetzt wollen wir unsere beiden Bauteile einmal verbinden. Das Ganze machen wir, indem wir die Achse aus dem Spinner herausschieben und das Tool Drehverknüpfung wählen. Mit der Drehverknüpfung gehen wir einmal in den Spinner rein und wählen die Mitte des Mittelpunktes. Diesen Schritt wiederholen wir auch für unsere andere Achse.
Am Ende haben wir ein Drehgelenk zwischen unseren beiden Teilen definiert. Wir haben jetzt beide Bauteile zusammengefügt. Um nun den Fidget-Spinner drehen lassen zu können, müssen wir den Haltepunkt richtig fixieren. Jetzt gehen wir den Schritt einmal durch. Wir gehen hier oben auf Part 1-2 und gehen unten auf Verankern. Jetzt haben wir den Haltepunkt verankert und wir haben die Möglichkeit, unseren Fidget-Spinner zu drehen. Aber was bringt uns Verankern überhaupt? Im echten Leben halte ich meinen Fidget-Spinner mit zwei Fingern feste. Das funktioniert natürlich nicht in Onshape und dafür verankern wir einmal die Achse. Ich habe immer die Möglichkeit, alle Parameter in meinem Modell zu verändern. Und das Ganze machen wir jetzt auch einmal. Wir gehen hier unten einmal auf Parts und sehen unser Hauptmodell. Dann gehen wir auf Part 1, Aussehen bearbeiten und haben dann unsere Farbtabelle. Jetzt können wir die Farbe anpassen. Wir haben sogar die Möglichkeit, die einzelnen Kreise in meinem Fidget Spinner anzupassen. Das machen wir jetzt auch einmal. Ich gehe wieder auf meine Skizze des Fidget Spinners und kann hier zum Beispiel die 3 cm durch die 4 cm austauschen. Und diese Veränderung von meinen Kreisen kann ich dann auch direkt in meinem gesamten Modell in der Assembly sehen und mir anschauen, wie das Ganze dann aussieht. Das war das Video vom Fidget Spinner. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet euren eigenen Fidget Spinner modellieren. Im Hintergrund sehen wir einmal das Video, wie ich meinen Fidget Spinner aus dem 3D-Drucker raushole. Bis zum nächsten Video, euer Felix vom PTC, ein MINT-Allianz-Partner.